Die Drohne ist unterwegs. Er zeigt auf den Kontrollen. Die Drohne wird gestört. Ich sehe nichts. Wir werden gestört. Kann da was Wieso? Machen? Ich kann das Ding nicht mit der Drohne hochjagen, mein Gott. Scheiße, gestört. So viel dazu. Ein Kartelltruck weniger. War doch ein hübsches Feuer. Hey, hat sogar geil! Was? Hat sogar geklappt. Wir hätten den sogar töten, kaputt machen müssen. Nice one. Ja, dachte ich auch. Ja, easy peasy. Hoffentlich haben die anderen uns nicht bemerkt. Drohne. Wir werden gestört. So, einen wunderschönen, liebe Zuckermannschaft. Wir sind wieder zurück in Wildlands. Super. Mit dabei der Fanwolf. Ahoi. Und der Happy. Moin moin. Und der Wenzel. Moinsen. Und wir sind wieder voll dabei. Oh, was ist denn da alles los? Da rein müssen wir? Soll ich den Mörser hochjagen? Nein, sonst sind die alle alarmiert. Man könnte den ja aber ausschalten. Hab einen erwischt. Irgendwo vom Immobilien gesehen. Gib den Alarm. Der Alarm wäre auch nicht schlecht. Oh, warte mal. Perfekt. Ja, jetzt kommt wenigstens kein Alarm mehr. Kommt man von hier da rein? Ja, locker. Was? Ein Sturmangriff? Na toll. Oh! Ich hab da, glaube ich, einen getötet. Ich glaube, der hatte was drauf. Da ist ein Ausrufezeichen. Können wir den schnappen? Nee, der rennt weg. Tötet nicht das Ausrufezeichen. Oh, jetzt rennt er weg. Nee. Ach, der fährt jetzt weg. Ziel getroffen. Granate fliegt, nehmt das. Ausrufezeichen flüchtet. Im Auto, ist weg. Ach, schade. Aber es sieht gut aus, oder? Da fällt mir ein, ich habe vergessen, eine Kiste aufzumachen. Kann ich ja jetzt gleich mal machen. Mitten im Kampf erstmal. Moment, ich muss mal schnell Kiste aufmachen. Wir haben einmal Stahl. Wir haben einmal Wow. Eine MK48, Wasteland und nochmal Gepard. Ja, nicht schlecht. Aber wir haben ja mal unsere Lieblingswaffe. Und Maske, rotes Shengmak. Die Shimek. Was? Diese Teufelsmaske? Nee, rotes Shimek. Keine Ahnung, sieht aus wie eine Halskette oder sowas. So ein Halstuch, ein rotes. Achso. Alles down, perfekt. Gut gemacht, Leute. Während des Kitzens aufmachen, siehst du das? Ich glaube, das Ausrufezeichen ist wieder gespawnt. Yep, ich hab. Für ein Versorgungsflugzeug des Kartells. Es ist voll beladen und startbereit. Wenn wir die Ladung den Rebellen übergeben, könnte uns das gegen das Kartell helfen. Die sagen, die schicken Patrouille. Achso, und da, wo ich bin, gibt's nochmal ein, wie heißt es? Ein Orden. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Stress. Im Süden. Im Süden gibt's noch einen Orden. Und das gelbe Ding habt ihr auch. Ja, perfekt. Ja, dann haben wir, glaube ich, hier alle Akten, oder? Ja. Jo. Dann können wir anfangen, die Mission zu machen. Schickt der Katarius ein Fahrzeug? Fahrzeug nehmen wir uns, perfekt. Denn bloß abhauen hier. Bevor die uns bemerken. Die haben schon wieder eine ganze Armee auf uns losgehetzt. Jetzt spring doch. Ich kann fliegen.
Eine Raffinerie? Ja, okay. Ich hab das nächste markiert. Jo. Ach. Wir müssen hier einige Raffinerien kaputt machen. Ah, interessant. Ja, die sind ja einmal 1, 2 und dann unten die dritte. Alles klar. Giftkonvoi. Ja, dann würde ich fast sagen, hier gleich landen, denn vorsichtig rein. Ha, perfekt. Bei Nacht und Nebel. Wir müssen nur den Leiter finden? Ja. Gut, dann finden wir mal die Trittleiter. Aber nicht töten, ne? Ich weiß nicht. Der. Oh! Ich bin tot. War ein bisschen tief. Ne, keine Ahnung, ich hab nichts gesehen, es war dunkel. Das war knapp. Vielen Dank. Also Vorsicht, da geht's tief runter, Leute. Ich kann ja im Gegensatz zu dir gucken. Setze Drohne ein. So. Nachtsicht, wenn's dunkel ist, Björn. Nachtsicht. Wer schreit denn hier? Schreit keiner. Doch, ich hab da gerade was schreien gehört. Ich bin gerade mit der Drohne hier drin. Ich glaub, der hat gerade Spaß mit einer Frau. Ist da irgendwo ein Fenster, wo man reingucken kann? Nee. Auf jeden Fall, der ist da irgendwo drin. Wir müssen. Ich sehe den Raffinerie-Chef. Mal hören, was er zu sagen hat. Da ist er? Jo. Ja. Sprechen Sie mit denen, okay. Dann reden wir mal. Was soll das? King Chingao, der ist du. Wir überbringen eine Nachricht. Stellen Sie das Geschäft mit dem Kartell ein. Ich weiß nicht, wovon zum Teufel Sie reden. Schwachsinn. Santa Blanca erhält die Grundstoffe von Ihnen. Das muss aufhören. Mire pues, die Firma hält Libertad am Leben. Wenn Santa Blanca nicht bekommt, was Sie wollen, war's das. Das geht nicht, verstehen Sie? Ja, dann hören Sie mal gut zu. Wenn Sie nicht mit den Lieferungen aufhören, erledigen wir halt Ihre Anlagen. Fickt euch, pinches Gringos. Dürfen wir den jetzt erschießen? Der Kerl ist stur als General MacArthur. Dann müssen wir es wohl auf die harte Tour machen. Los, fahren wir zu den Förderanlagen. Okay, fahren wir zu den Förderanlagen. Hm. Ich lass das mal lieber. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. So, ich hab da mal was geholt für uns. Hier klappt's auf einmal. Alter. Direkt neben uns. Ja, direkt vor uns. Hier ist die Frage. Eigentlich theoretisch vor uns oder unter uns? Ist doch hier, nimm mir ein. Da rechts ist doch mal Kipp, wo wir hin sollen. Ja, aber das unten wäre noch näher dran gewesen. Naja. Gut, ich glaube, hier erwartet uns aber was. Sonne schon in die Dat. Leute! Wo denn? Ja, direkt vor uns! Neben uns? Guck mal aufs Radar, Mann. Ich sehe da nichts. Ach, da, jetzt seh ich da was. Da ist eine Förderanlage. Weg damit. Was haben die Rebellen gefunden? Einer neben uns hat uns. Ja, da war gerade einer. Ja, den meinte ich auch. Den meinte ich auch. Was? Hinter uns? Auto! Tot. Schmeiß mal eine Granate, dann sollte es. Okay. Ja. Eine Chance. Wie umgedreht habe ich schon tot. Nun ja. Wie gesagt, auf dem Radar habe ich nichts gesehen. Erst als ihr einen markiert habt, habe ich gesehen, dass da einer war. Und ich bin ja extra, ich bin auch nicht mal reingeflogen, sondern nur davor. Ja, aber wir saßen immer richtig auf der Matte. Wieso siehst du die denn auf dem Radar? Ja, das, was weiß ich? Ich sehe die. Ich sehe da so einen lila Schatten und als ich sie aufgedeckt habe, dann war es alles schicki, leere schön. Also ich sehe. Da ist noch was.
Ich sehe die wirklich nur, wenn man sie markiert hat. Deswegen wundert es mich gerade. Also jetzt hast du auch gerade den einen jetzt gesehen, oder was? Ja. Wie gesagt, ich sehe die wirklich nur, wenn die markiert sind. Ganz kurios. Und da ist Ziel Nummer 3. Wie sieht's bei dir aus, Happy? Kannst du die auch nur sehen, wenn... So, da hinten sind jetzt alle markiert. Ja, die sehe ich jetzt alle. Hab ihn. Haben die schon Alarm geschlagen? Nee. Ich bin ja die ganze Zeit so am Schimpfen. Dass sie immer so reinrusht. Wie gesagt, kann man denn in der Aufnahme sehen, dass nix markiert worden ist. Die müssen wir Sachen in die Luft jagen. Kann man da auch nicht einen Knopf drücken? Da wollen wir die Schallkasten kaputt machen. Na dann. Ich mach mal noch Granate. Geh. Vorsicht, da rennen welche. Direkt vor uns. Hab ihn, er ist tot. Granate fliegt, nimm das, ihr Säcke. Ich hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Granate fliegt, hola, hombres. Wow, so schnell. Sind hier fertig. Ja. Easy going. Wie war das? Gleich beim ersten Mal. Hilfe. Rennen. Hab Pakatari um ein Fahrzeug gebeten. Na denn? Ich bin das zweite. Da unten? Okay. Wo ist Happy denn ganz? Happy ist da hinten. So, ich mach mal ganz kurz schnell. Was? Du warst ganz schnell. Ich muss mal eben kurz die Puma helfen. Ah ja. Typ, auf zur zweiten Förderungsanlage. Und den mal richtig schön auf den Kopf kacken. Schöner nächtlicher Ausflug, um ein paar Ölförderungsanlagen zu zerstören. Oh, da ist eine Heli. Da sollten wir vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Ha! Sanft gelandet. Ich nehme die Drohne. So sanft, dass er kaputt geht. Da ist irgendein Konvoi. Sollten wir da was machen? Das ist ein anderes Missionsziel. Das ist ein zweiter Tango. Das überschneidet. Aber, die Drohne ist unterwegs. Das zeigt auf den Konvoi. Die Drohne wird gestört. Ich sehe nichts. Wir werden gestört. Kann da was Wieso? Machen? Ich kann das Ding nicht mit der Drohne hochjagen, mein Gott. Scheiße, gestört. So viel dazu. Ein Kartelltruck weniger. War doch ein hübsches Feuer. Hey, hat sogar abgehakt. Geil. Nice. Hat sogar geklappt. Wir hätten den sogar töten, kaputt machen müssen. Wow. Nice one. Ja, dachte ich auch. Ja, easy peasy. Hoffentlich haben die anderen uns nicht bemerkt. Wir werden gestört. Okay, dann ist da hinten, ich sehe es, da ist er. Sind die schon aufmerksam auf uns? Dann könnte ich da vielleicht... Nein. Doch, wir sind gejagt, oder? Nein, ich bin nicht gejagt. Achso, na denn. Dann versuche ich mal das Ding... Das ist der letzte Bohrturm. Jagen wir ihn hoch. Dann versuche ich mal. Erledigt. So...
Ganz chillig und bequem. Schalte ich mal gleich das Ding hier aus. Wo ist denn der? War der nicht hier? Oh! Wow! Fertig. Pass es nicht. Da hinten? Also, nun ja. Achso, hier ist. Immer während der Arbeit schlafen. Hier ist auch noch ein Fertigkeitspunkt. Den könnten wir vielleicht auch noch mitnehmen. Scheiße nochmal. Ja, da waren irgendwie zwei Leute. Ich habe die nicht gesehen. Es war dunkel. Ich fahre. Hä? Hat jemand schon gedrückt? Ist schon aus? Was ist aus? Die Anlage ist kaputt. Ja. Okay. Da bist du gerade umgefallen. Ja, eben. Also irgendwie, weiß ich nicht. Wir werden da keine Leute mehr angezeigt. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistole. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für mich sehe als zweites Ziel. Doch, jetzt sehe ich ihn. Wenn er da ist. Moment, hol dich. Oh. Von der Seite. Den habe ich auch nicht. Der ist auch nicht markiert auf der Minimap. Hab ihn. Aber wie gesagt, ich sehe die echt nur, wenn man gedingst wird. Wenn die richtig markiert werden. Drittes Ziel da. Da ist noch ein dritter. Willst du mich verbluten lassen? All down. Nicht ganz. Alle down. Okay, läuft. Mit dem Feuerwerk verschwinden wir hier. Aber zuerst noch schnell den Orden hier holen, wenn wir schon mal hier sind. So. Orden? Yep, hier gleich hinter mir. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Happy? Hast du auch schon den Orden? Warte, ich muss mal eben gucken. Nein, den habe ich noch nicht. Ja. Meine Waffe ist verbuggt. Die was? Geht mir an der Titte. Läuft bei dir. Ein bisschen buggy das Game, aber läuft schon. Manchmal ist das Spiel aber echt so. Manchmal läuft es perfekt und manchmal denkt man sich, ja, gut. So, den reden wir mal mit ihnen. sagen ihnen, dass alle seine teuren Bohrtürme jetzt kaputt sind. Ob er jetzt mal mit uns ein bisschen kooperativer ist. Oh! Oh, Junge. Ja, Junge. Hab ich mich verjagt. In der Raffinerie. Also, so hart runtergehen, du bist echt wenigstens, voll Depp. Wenigstens ist nur... Warte, ich geh jetzt und bring gleich. Nee, der Typ redet mit den Typen! Ich rede mit ihm. Gut. Mann, Björn. Ihr hättet mich einmal ruhig rausziehen Profi. Können. Natürlich, aus dem brennenden Hubschrauber. Ja. Ich bin noch nicht lebensmüde. Und außerdem hätten wir geschafft, wenn da jemand nicht so eine komische Lampe hingestellt hätte. Aber ich kenne das. Ich habe das öfter mal mit Krähen, dass sie auf einmal da sind. Mhm. Was hat er gesagt? Alles abgeschlossen. Nee, das hat er nicht gesagt. Hast du das nicht gehört? Nein. Ich war ja tot. Ja gut. Also, ja. Also er hat gesagt, dass sozusagen, weiß ich nicht.
Muss die, ja, du hast ja die ganze Zeit geredet. Ich habe da jetzt auch nicht so, ich habe mich eher auf das, was du gerade sagst, konzentriert. Läuft. Nun ja, dann nehmen wir halt das nächste. Giftige Posten. Ich habe ein Primärziel für Sie. Ein riesiges verstecktes Lager mit Kokaingrundstoffen in Libertad. Zerstören Sie es. Ich weiß nicht, ob ich noch mit Björn fliegen will. Was? Quatsch. Bei den Kamikaze-Aktionen hier. Nee, das liegt daran, dass Lampe und so. Meister Lampe, Lacht sich dann, Mann. Es war die Lampe ist schuld. Meister Lampe war schuld. Da können wir aber auch hinlaufen. Ach Quatsch. Nein. Wir fliegen. Und ja, ich sehe nicht von hier auch schon wieder Gegner. Wir fliegen auf wegen 20 Meter. Ja. Aber das packen wir. Aber das packen wir in die nächste Folge. Erstmal schön auf dem Flugfeld parken. Ja, mit bei den Gegnern. Wie bei einem der ersten Male. Guck mal, da müssen wir hin. Hochgeflogen, wieder gelandet. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen. Sehen wir uns in der. Ja. Die stören die Drohne. Hier gibt's einen Drohnensender-Störer. Ja, wie dem auch sei, das war's wieder heute für die Folge. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf den Tisch knallen, ne?